Ein Großaufgebot an Polizeikräften an der A61 auf dem Gelände der Polizeiautobahnstation Mendig. Vor gut einer Woche hatte die Verkehrsdirektion Koblenz hier eine von zwei Kontrollstellen eingerichtet. Die Polizei hatte es auf reisende Täter abgesehen. Mit vereinten Kräften wurden die Fahrzeuge auch mit Hilfe von Spürhunden durchsucht, die Insassen und Fahrer genauestens kontrolliert. Beide Personen kommen aus Rumänien und wohnen in Belgien. Und der rumänische Führerschein liegt wohl in Belgien in der Wohnung und kann da von uns nicht überprüft werden, ob das der Wahrheit entspricht. Die Weiterfahrt ist erstmal hier beendet. Für manche Autofahrer scheinbar kein guter Tag. Beamten aus Bayern, Hessen und den Niederlanden hatten es auf Kriminelle wie Diebe und Einbrecher abgesehen. Die Autobahn dient dabei oft als Fluchtweg. Über 600 Autos und Transporter hatten die Ordnungshüter an diesem Tag unter die Lupe genommen. Wir versprechen uns davon, dass wir im Zuge dieser Kontrollmaßnahmen Delikte aufdecken können vor dem Hintergrund Eigentumskriminalität. Die erste Frage, die man sich stellt, ist, muss das sein? Aber irgendwo muss es sein. Ich finde es nicht schlimm. Ich bin jetzt in 30 Jahren zweimal kontrolliert worden. Alles gut. Wir haben heute viele Kräfte aus anliegenden Bundesländern, aber auch mit Kollegen aus Holland hier zusammengezogen. Wir machen heute eine Kontrollaktion im nördlichen Rheinland-Pfalz auf den Autobahnen A61 und A3. Gut 150 Kräfte der Verkehrsdirektion, Bundespolizei, Zoll und der niederländischen Polizei waren an der Großkontrolle an den Autobahnen A3 bei Montabaur und an der A61 bei Mendig beteiligt. Die Fahndungsmaßnahmen vor Ort durch bewaffnete Polizeikräfte bestens bewacht und abgesichert. Angesichts der Ergebnisse an diesem Tag nur zu verständlich. Immerhin gingen der Polizei 3 per Haftbefehl gesuchte Personen ins Netz. Bei einer Person bestand der Verdacht der Geldwäsche und bei 2 der Hehlerei von Diebesgut.